Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deponia, wo ich auf das Rätsel niemals gekommen wäre. Ich habe mir mal tatsächlich einen Guide angeguckt und weiß jetzt tatsächlich, wie wir aus dem Fisch, aus dem Tigerfisch, einen Zebrafisch machen. Ein Tigerfisch hat ja bekanntlich, ein Tiger wahrscheinlich hat orange-schwarze Streifen, ein Zebra hat weiß-schwarze Streifen. Wir tauchen einfach mal den orangenen Fisch in den Farbeimer. Voila, ein Zebrafisch. So, jetzt sieht er immerhin schon mal aus wie ein Zebra, allerdings brauchen wir ja einen lebenden Zebra. Und was weckt jemand besser auf als elektrische Schläge? Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit. Der Energiefluss sprengt die Skala. Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen. Einen Moment noch. Komm schon, Fischbert. Lebe. Lebe. Ich hab's geschafft. Er lebt. Rufus, verdammt. Ja, doch. Was auch immer das war. Es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Dann packen wir den doch mal ins Glas. Halte durch, Frankenfisch. Halte durch, Frankenfisch. Okay, so nicht. Vielleicht müssen wir den ja zu Papa ins Aquarium stecken. Was zappelt da denn so? Oh, Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ja, wir beeilen uns ja schon zum Waffenladen, zum Markt. Das Zappeln hat aufgehört. Das heißt dann wohl, ich hatte mal ein cooles Zombie-Haustier. Oh, okay, er ist wieder tot. Vielleicht müssen wir den einfach nur bei Doc wieder in die Kiste stecken. Also das Ganze nochmal. Einmal nochmal Raumzeitgefüge durcheinander bringen. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus! Was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Der Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe! Ich hab's geschafft! Er lebt! Rufus, verdammt! Ja, doch! Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Okay, probieren wir es mal hier in der Kiste aus, denn da haben wir ja Wasser drin. So, abschnell mal in die aufgetaute Gefrierkiste. Ist das Säure oder Wasser? Wah! Säure. Halte durch, Frankenfisch. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Okay. So also nicht. Bisschen Wasser. Halte durch, Frankenfisch. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Probieren wir es mal, wenn wir ihm immer mal so ein bisschen Wasser geben, länger überlebt. Halte durch, Frankenfisch. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Ja, wir versuchen es ja, Rufus. Einmal zum Markt, dann nach Bellevue. Was zappelt da denn so? Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Jetzt geben wir ihm mal ein bisschen Wasser. Halte durch, Frankenfisch. Genau. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Ja, da fällt mir nur Siegals Haus ein. Rufus, ab den Fisch ins Aquarium, schnell. Rufus! Was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten.
Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Komm zu Papa! So, jetzt haben wir auch noch den letzten. Den mussten wir, ich glaube, hierher bringen, oder? In die Altstadt, genau. Nee, da sitzt schon einer im Nest. Stimmt, hier war der. Hier haben wir das Erdschnabeltier. Wo war denn gleich noch das letzte? Vor Docks Werkstatt? Auf keinen Fall in der dunklen Gasse. Am Hafen? Ah, hier haben wir das Nest. Hoffentlich kriegen wir den da so rein. Wenn das auch dessen Nest überhaupt ist, weil das sieht mir auch sehr aus wie ein Flugschnabeltiernest, aber wir gucken mal. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. So, gut, jetzt haben wir das ja erledigt, was Paps von uns wollte, und jetzt gehen wir wieder zurück zu ihm und reden mal mit ihm. Wir haben jetzt ja sämtliche Schnabeltiere von der Karte gestrichen. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ja, und wie? Hab dir noch lange nichts erzählt? Ich hab's geschafft, ne? Ich hab es geschafft! Die Speisekarte im Che Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Elysianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich, für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also, bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö, das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Okay, also müssen wir jetzt irgendwie einen Gedicht... Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Wir müssen irgendwie das Gedicht schreiben. Ich weiß bloß noch nicht genau wie. Vielleicht fragen wir mal den Dichter, ob der vielleicht für uns ein Gedicht dichtet. Offizielle Einladung von Ziegel. Ein Gedicht. Das Gedichtproblem lösen. Okay. Ich glaube, wir versuchen es mal beim Dichter. Vielleicht hilft er uns ja doch. Klopf, klopf. Du schon wieder? Aber du musst... du bist echt eine arme Sau. Du kennst dich doch mit Poesie aus. Versuchen wir es mal. Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein! Aber es ist für eine Frau und, Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Ist es nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik, was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Schlump. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Ein Müllsammler aus Porto Fisco traf einst eine von der Disco. Ich glaube, wir nehmen mal das erste. Schlimpunzel, Schlimpunzel, Ringel, Rangel, Runzel. Ist doch gut. Es ist originell. Es ist mutig. Und es hat diese gewisse künstlerische Intransparenz. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Okay, das muss also anders gehen. Können wir in dem hier drinnen, können wir nur mit ihm reden und sonst nichts, okay. Da haben wir den Baum. Ziegel oder zur anderen Seite. Ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwas noch machen müssen mit ihm. Sind das da oben plötzlich? Ja, irgendjemand hat da einen Stromschlag gekriegt, okay. Versuchen wir nochmal mit Crane zu reden. Klopf, klopf. Du schon wieder? Irgendwie hören wir diesen Spruch ständig. Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Versuchen wir mal das Zweite. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Ist doch gut. Es reimt sich. Die Botschaft ist klar, die Metaphern gut ausgesucht. Und es kommen sogar ein paar romantische Schlüsselworte drin vor. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Und ich würde sagen, wir probieren natürlich auch nochmal das Letzte. Du schon wieder? Natürlich, wir schon wieder. Wir brauchen immer noch Hilfe von dir. Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Gut, das Letzte. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Ist doch gut. Es ist lustig. Außerdem ist es metrisch gesehen einwandfrei. Und es handelt sich um eine Liebesgeschichte im weitesten Sinne. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. So, versuchen wir es mal nochmal, weil jetzt haben wir keine Verse mehr. Klopf. Du schon wieder? So, wir brauchen ja immer noch Hilfe. Vielleicht hat er jetzt einen Rat. Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Das habe ich mir fast gedacht. Ich kann das nicht. Und ich sage, du kannst. Ja, aber auf dich hört niemand. Wir brauchen Hilfe und er beleidigt ihn. Na gut. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Wir können hier tatsächlich nur raus und sonst nichts. Tja, gehen wir mal zu Ghoul und fragen mal Ghoul. Vielleicht können wir ja mit Ghoul reden. Ghoul saß am Hafen in der Spelunke. Runter und dann schnell hin zu Ghoul. Oh, du bist es. Wie schön. Nein, das ist die falsche Ghoul. Warte hier, ich bin gleich zurück. Oh ja. Die Fernbedienung einmal hinaus und wir brauchen Lady Ghoul. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Okay. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Kann ich für dich ein romantisches Essen begeistern? Oder hey Baby, wie versuchen wir das Erste? Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt auf jeden Fall keine Schnabeltiere. Keine Schnabeltiere? Bist du dir sicher? Ja, die haben alles, außer Schnabeltieren. Na gut, warum nicht? Mittlerweile ist mir alles recht, solange ich nur aus dieser Spelunke hier rauskomme. Also los, lade mich ein. Ich warte. Okay. Hey, Baby. Jetzt geht es los. Ach, wie geht's auf? Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau.
Ja, Rufus, sicherlich. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und suchen dann mal weiter nach dem Poeten in uns. Weil irgendwo musste er ja auch in Rufus stecken, auch wenn er ihn noch nicht gefunden hat. Also, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss, euer Kailan.